Thema Bewerbungsgespräch. Welche Fragen dürfen der Arbeitgeber einer Bewerberin, einem Bewerber stellen? Natürlich ganz klar Fragen in Bezug auf die Ausbildung oder auch, was man bisher geschafft hat, aber natürlich auch, wie man sich die zukünftige berufliche Tätigkeit vorschreibt. Das ist zulässig. Auch zulässig sind Fragen in Bezug auf Krankheiten oder bestehende Einschränkungen, wenn es die konkrete Arbeit auch betreffen. Also wenn man halt jetzt konkret eine Tätigkeit nicht ausüben aufgrund von einer Krankheit. Anders gefragt, welche Fragen sind unzulässig, welche muss ein Bewerber nicht beantworten? Nicht beantworten muss er eigentlich alles, wo Glauben, politische Zugehörigkeit oder politisches Denken beinhaltet, aber natürlich auch Familienplanung oder persönliche Zukunftsplanung. Jetzt, wenn ich in einem Bewerbungsgespräch als Angestellter, als Bewerber trotzdem so eine Frage gestellt bekomme, darf ich denen die Unwahrheit sagen, darf ich liegen? Ja, das ist so ein Thema, weil grundsätzlich dürft man die Frage einfach nicht beantworten, aber das bringt dem Bewerber oder der Bewerberin in der Regel ja nichts, weil dann wird sie wahrscheinlich nicht eingestellt. Also ist es tatsächlich so, dass man dort die Frage falsch beantworten darf, ohne irgendwelche Konsequenzen zu befürchten. Sie haben jetzt aufgezählt, welche Fragen unzulässig sind. Gibt es aber Ausnahmen? Wenn jetzt zum Beispiel jemand in einer Kirche sich bewirbt, dann dürfen wahrscheinlich der Arbeitgeber nach der religiösen Ausrichtung fragen. Ja, natürlich. Es gibt davon Ausnahmen bei sogenannten Tendenzbetrieben. Kirche gehört auch dazu. Da darf man natürlich fragen, was ist die religiöse Ausrichtung oder eben auch, wenn man sich für das Parteisekretariat bewirbt, dann ist es auch relativ logisch, dass man natürlich da eine ähnliche Gesinnung sollte haben und das darf man dann auch nachfragen beim Bewerbungsgespräch. Viele Leute haben Auftritte in den Social Media, zum Beispiel Facebook. Dürfen die Arbeitgeber solche Social Media Auftritte, Facebook-Profil als Referenz nehmen? Da ist natürlich auch wieder abhängig von den Einstellungen, die der Bewerber gemacht hat bei seinem Profil. Also wenn das öffentlich einsehbar ist, dann muss er natürlich auch damit rechnen, dass halt der künftige Arbeitgeber das gut anschauen und sollte dann halt auch ein bisschen darauf achten, was er dort halt postet oder eben nicht postet. Wie ist es, wenn ich von einem Arbeitgeber, einem potenziellen künftigen Arbeitgeber, zu einem Probetag eingeladen wird? Ist das dann ja, Arbeitszeit oder wie wird das angeschaut rechtlich? Das Gesetz selber sagt auch nichts dazu. Es ist aber so, dass das dient, eigentlich, um die Eignung des Bewerbers abzuklären. Das wird in gewissen Branchen relativ häufig gemacht, dass man so einen Probetag oder eben sogar bis zu einer Woche Probearbeit erledigt. Und das ist in der Regel auch unentgeltlich. Wichtig ist, dass es ganz klar vereinbart ist, dass das unentgeltlich passiert. Und dann ist es auch zulässig, wenn es jetzt natürlich noch länger wäre als eine Woche, dann müsste man das genauer anschauen. Aber bis zu einer Woche ist grundsätzlich möglich. Wie ist es, wenn es zu einer Vertragsunterzeichnung kommt, man also miteinander vereinbart, dass man zusammen eine Arbeit eingeht, zum Beispiel am 1. September und jetzt vorher der Mitarbeiter mitteilt, er hat jetzt doch noch eine andere, interessantere Stelle gefunden, er will jetzt vorher wieder kündigen. Kommt das in dem Sinn vor? Kann man das überhaupt machen rechtlich? Ja, das ist in der Lehre sehr umstritten, ob das möglich ist. Oder besser gesagt, es gibt keine klare Rechtsprechung dazu. Die Lehre hat auch konkrete Meinungen dazu. Und zwar heisst, dass eine Kündigung möglich ist, aber die Kündigungsfrist die kann erst mit dem Stellenantritt laufen. Also sprich, ich könnte jetzt im August wieder kündigen, aber die Kündigungsfrist würde erst ab dem 1. September laufen. Und da man in der Probezeit meistens 7 Tage Kündigungsfrist hat, wären eigentlich die 7 Tage, müsste man theoretisch arbeiten und würde man auch natürlich entsprechend entlöhnt. Jetzt bringt das natürlich im Arbeitgeber herzlich wenig, wenn die Person eigentlich nur gerade eingeschafft wird. Und darum, sage ich jetzt mal, in der Praxis ist es dann häufig so, dass halt der Vertrag einfach wieder aufgelöst wird, sozusagen Vorstellenantritt. Im umgekehrten Fall, wenn der Arbeitgeber die Stelle oder sagt, ja, die Stelle ist jetzt doch nicht, die wird jetzt doch mit jemand anderem besetzt oder wir können sie doch nicht mit ihnen besetzen, kann es ein bisschen anders aussehen, weil der Angestellte hat ja vielleicht dann eine andere Stelle gekündigt oder eine andere Stelle ausgeschlagen, damit er die antreten kann. Und da könnten doch diverse Schadenersatzansprüche auf den Arbeitgeber zukommen.